So, willkommen zu Map 4 von Heretic Episode 2. Let's go, würde ich mal sagen. So. Zwei Secrets. Sehr schön. Guckt euch die an. Okay, das ist die grüne Tür. Und alles mit Eis. ich würde mal sagen, wecken wir jetzt wieder alle Gegner auf. Oh, die ersten Gegner kommen sogar schon zu uns. Außerdem realisiere ich gerade, dass das Rumrennen hier bei Eis vielleicht nicht ganz so gut ist. Hilfe! Boah, vor allem wenn auch noch Magma mit dabei ist. Ach du Scheiße. Hier. Alle auf dem Weg, hier ist ein Tollwütiger. Ach du Kacke. Oh nein, nein. Boah. Mitten ins Lava rein. Boah, Alter, erstmal wieder ab nach Hause hier. Das ist mir echt ein bisschen zu heftig. Und alle schießen hier. Was ist denn hier los? Boah, Alter. Ach, vielleicht doch keine gute Idee. Okay, ich merke gerade, der hat noch weniger aus, als ich dachte. Guck mal an der Umhage. Bitte? Dankeschön. Was geht denn hier ab, Alter? Oh, schon wieder so ein Osterei. Oh. Was ist denn da? Ein Secret! Wow, wow. Okay. Sieht doch schon mal sehr ruhig aus. Back of Holding gibt es ja auch noch gratis dazu. Leider ist es nicht so wie bei Doom, dass diese Backpacks auch gleich... Ah! Vielleicht sollte ich ein bisschen Munition auffüllen. Wobei ich habe da jetzt auch noch nie drauf, so wirklich drauf geachtet. Vielleicht fülle ich sogar Munition auf. Die Arme. Autsch! Ich liebe es, auf Eis rumzuschlittern, Alter. Es ist so surreal. Da kriegst du. Da bist du Kürre. Das ist ja noch ein Magier. Boah, Alter. Da haben wir schon wieder so ein Ding. Wo ist das? Nur! Achso, da oben sollte ich. Ach, da oben. Ah. Ich muss erstmal eine Seite leer bekommen. Ich muss erstmal da oben. Okay, ich glaube, er ist tot. Ruhe! Ausweichen von den Kugeln, vor allem wenn man gleich aus zwei Richtungen beschossen wird, ist hier auf Eis auch echt fast unmöglich. Okay, Nummer 1 ist down. Mit meiner Sniper-ähnlichen Minigun. Und Nummer 2 ist auch down. Auf einmal so ruhig hier. Herr Gottes Namen. So, wir haben gelben Key bekommen. Achso, da können wir gleich in die Tür rein.
Okay, ich glaube, dann ist die BFG. Ja, ist die BFG. Sehr geilo. Boah, Alter, das Ausweichen ist ja schlimmer als Achterbahn fahren. So, was ist... Ah, ich glaube, ich... Hallo? Welche Taste ist denn das jetzt? Momentchen mal, also 1 ist meine Faust. 2 ist meine Pistol. 3 ist die Schrotflinte. 4 ist die Shankgun, so wie auch bei Doom. 5 ist die... Ah, okay, Rocket Launcher gibt es hier nicht, sondern 5 ist dafür, wo der, normalerweise der Rocket Launcher ist. Ist die Plasmawaffe. Und dann ist bei 6 die BFG, also quasi 5 und 6. Andersrum. 6 und 7 ist hier 5 und 6. Also quasi eins nach vorne gerutscht. Schade, gibt's hier keine Bazooka oder so. So, ist ein Teleporter? Ist das auch ein Teleporter? Nein, das ist eine Wand. Hier sind die beiden, die wir umgebracht haben. Ja, also umgebracht klingt so abartig, so. Ey, ich hab ihn umgebracht. gut. Achso, haben wir die jetzt eingesammelt, die Munition? Weiß ich gar nicht. Ja doch, haben wir. Hä? Moment, weil jetzt der Butter war doch hier. Alol! Grüner Key. Diese Symmetrie immer ist ja voll nice. Da weiß ja immer genau, was kommt. Da lebt ja doch noch einer. Na, komm mal her. Weg ist er. Ist er schon tot? Nee. Ah, da ist er. Jetzt ist er tot. Nee, er lebt immer noch. Kommen wir da später rauf oder kann er mir eigentlich egal bleiben? Ich hab keine Ahnung. Entweder wir kommen noch später rauf oder der ist mir sowieso egal, der Typ. Wir haben noch Munition für die Waffe hier. Das sollten wir mal schleunigst ändern. Gibt hier Munition? Ja. Warum haben wir eigentlich so viel Rüstung? Lol. Er ist wahrscheinlich noch aus der alten Map. Hallo? Kann ich bitte hier? Dankeschön. So, wir haben bisher immer noch nur ein einziges Secret. Na gut. So, ab in den grünen Raum hier. Wo? Ist das schon das Ende? Das wäre wirklich ultra kurz gewesen. Oh, nein, wir sind da, wo ich nicht so schnell hin wollte. Wow, hat noch einen Schuss gefehlt und weg war. Ey, von hier oben hat man echt eine geile Aussicht. Gefällt mir. Ach du Kacke, ja, okay. Auch schon wieder so eine Map, wo ich immer nicht weiß, wo ich hin muss. Flieg doch gleich bis nach Japan und bring mein Anime mit, Junge. Ernsthaft. Haben die keine Bremse oder was? Mit dem Kopf durch die Wand. Wow. Okay, wo ist dieser Kack? Noob, den ich schießen kann? Kannst du irgendwo mal still bleiben? Dann halt nicht. So, erstmal hier wieder. Oh, da ist eine Tür offen. Oha. Okay. Würde mal sagen, erstmal das rauslocken. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu viel mit einmal aktiviere. Was ist hier hinten los? Auch ein paar Vögel. Und noch ein Magier. Kannst du mal still länger? Danke. Wo kommst du denn jetzt her?
spawnen die einfach random oder wie jetzt? Ich gehe immer noch davon aus, dass hier keine Tiere spawnen, so wie bei Doom. Aber ab und zu habe ich echt das Gefühl, dass die einfach so aus dem Nichts auftauchen. Ja, die können natürlich auch teleportiert werden, ist natürlich klar. Ist ja bei Doom, wird ja bei Doom genauso gemacht. Einer der wenigen Sachen, wofür ich manche Map-Designer echt in den Arsch kriegen könnte, dass die mit ihm rumteleportieren, echt übertreiben. Von daher kann es natürlich hier genau das gleiche gemacht werden, weil ist ja die Doom-Engine, ne? Das heißt, alles, was in Doom geht, geht hier technisch gesehen auch. Wenn nicht sogar noch mehr, weil wie gesagt, das ist eine erweiterte Doom-Engine. Junge, bleib mal still hier. Du kannst ja kein vernünftig töten. Boah, Alter. Bitte. Ich fick dich. Ich glaube, wir sollten mit der hier ein bisschen sparsamer umgehen. Ich habe hier gerade nur 35 Schuss. Okay, da ist schon die blaue Tür. Schuss, ne? Jetzt weiß mal die hier ein bisschen. Wir können natürlich auch die rote Waffe verwenden, weil da scheint sie auch ein bisschen Munition zu geben. Und wenn wir die schon mal haben, ne, das ist die BFG, die nutzen wir lieber nicht. Das Problem ist halt, bei der müssen wir wieder aufpassen, bei bewegenden Gegnern, dass wir da immer uns einen günstigen Spot suchen. Okay, ich dachte jetzt echt, die hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Alter, die braucht er relativ lange. Ich sollte vielleicht aufhören, Schalter zu drücken, von denen ich nicht genau weiß, was sie machen. Wobei, eigentlich warum. Egal, was sie machen, irgendwann muss ja eh gedrückt werden. Oh, Chaos Device. Ah, doch, vielleicht eine Fehlerschätzung gewesen. Die hat doch ganz viel Power, wenn man so mehrere Gegner vor ihm hat. Boah, da sind Bomben hier. Das ist eine Bombenbestimmung. So. Ach, wir haben übrigens einen Key gefunden. Ein Grün-Key. Oh, hier geht's mal rein. Der Raum ist ein bisschen leer dafür, dass hier ein Key drin war. Ah! Boah, Alter! Sagte er und starb einfach. Einfach so, einfach wenn. Einfach. Oh, nice. Hey, ganz schön leerer Raum, bumm, tot. Die Strafe Gottes, Bitch. So, der Raum ist ja auch offen. Bitte nicht hauen. Ich sag's ja, wegen der Gegner hier zu erledigen ist echt, kommt fast einer Verschwendung gleich. So. Die Frage ist eigentlich, wie kommt man an diesen Brunnen eigentlich ran? Weil ich meine, kann man einfach so gegenlaufen oder? Aber wahrscheinlich muss man da wirklich einfach so gegenlaufen. Weil ich bin aus Versehen dagegen gesprungen.
Von daher kann es sein, dass ich das Item da runtergeholt habe, obwohl man das auch normalerweise gar nicht runterholen kann. Egal, stört keinen. So, wir haben... Ach, wir haben Blown Key. Sag das doch gleich. Habe ich irgendwas mit den Gegnern gesagt? Ach du Scheiße. Scheiße. Aua, tut doch weh. Oh, ist er schon tot. Man sieht ja einfach gar nichts. Oh, hier ist noch ein bisschen Munition. Man möchte uns wohl unauffällig dazu drängen, die rote Waffe mehr zu benutzen. Auch schon wieder Munition dafür. Und schon ist die Waffe wieder voll. Das ist so bescheuert. Da musst du gar nicht mehr auf die Munition achten. So, ich würde aber gerne noch... Ja, okay. Wisst ihr, wollte ich noch gucken, ob das hier die wirklich diese BFG-Munition ist, diese roten, diese Kugeln, die wir mal finden. Nice. So, beziehungsweise wenn wir das Chaos Device, mit dem kann ich ja auch direkt zum Anfang gehen. Quicksave, genau. In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen von dieser Munition finden. Hallo? Da lang? Sehr schön. Alter, rutsch doch nicht so. Danke. Sehr schön, hier geht's wieder raus. Uns fehlt aber auch noch ein Secret. So, wir haben es. An Munition haben wir jetzt eigentlich alles, ne? Ja. Gut, dann können wir eigentlich tatsächlich nach Hause. Boah, wo kommst du denn her, bitte? Ich dachte, wir hatten da hinten alles. Hat sich die Scheiße schon wieder geöffnet? Was jetzt genau doch? Ach komm, ich nehme dich. Hier ist ja noch Munition. Wie viele Gegner haben wir denn noch? Einen Gegner haben wir noch. Geht hier nicht noch rein? Secret is revived. Das ist aber jetzt kein... Doch, das ist ein Secret Exit. Mann, nicht schon wieder eine Secret Map. Ich hasse Secret Maps. Ich will das nicht. Naja, wir haben jetzt volle Munition. Gucken wir mal. Vor allem, ich dachte mal, die Secret Map gibt es immer nach der sechsten Map. Also quasi, wir waren ja jetzt gerade E2M4, glaube. Ja doch, genau, E2M4 und ich dachte immer, kommt nach der sechsten. Also immer nach der gleichen. Und dadurch, dass es in der ersten Episode nach der sechsten kam, ging ich davon aus, dass es jetzt auch nach der sechsten kommt. Aber gut, dann ist es scheinbar doch immer ein bisschen unterschiedlich. Mal da, mal da. Heißt also, wir müssen in jeder Map ein Auge drauf haben. Andererseits, wie gesagt, eigentlich will ich die Secret Maps ja gar nicht haben, weil die immer meine Nummerierung durcheinander bringen. Andererseits, wenn wir sie haben, ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Umso mehr seht ihr. Ja, egal. Schon mal vor, bis zur Secret Map.